Hallo, herzlich willkommen bei SheLog und zurück zum Let's Play von The Long Dark. Ihr erinnert euch vielleicht noch, wir hatten ein Platzproblem, weil wir so viel Bär hatten, aber so wenig Platz in unserer Klappe. Ich wollte jetzt auch ungern dann Werkzeuge rausräumen, denn ich sag mal, Fleisch können wir sofort konsumieren. Das ist dann blöd, wenn es schlecht wird, aber wenn wir uns eine Lebensmittelvergiftung einfangen, hier ist direkt unser Bett. Wir entfernen uns dann jetzt nicht allzu weit, einfach. Ich trage jetzt sehr viel Fleisch am Mann, aber vor lauter Sortiererei habe ich völlig vergessen, dass wir ja noch den Bärenpelz holen müssen und auch den Darm. Huch, ah ja. Den würde ich ja ungern vergammeln lassen. Das Fleisch war mir jetzt erstmal wichtiger und deshalb hatte ich da nicht mehr so dran gedacht. Lauf, JJ, lauf! Das war ja jetzt ein cooler Move von dem Reh. Wo war denn jetzt nochmal der Bär? Bärchen? Der lag da oben, oder? Ist der weggegammelt? Habe ich den Darm doch schon genommen? Ist jetzt eine Weile her, dass ich gespielt habe. Aber ich glaube, ich habe den Darm noch nicht genommen. Ich bin doch hier hochgekommen, oder? War der doch ein bisschen. Da lag, glaube ich, mein Bär. Ey! Okay. Wer von euch hat meinen Bären gefressen? Warst du das? Ich glaube, das war der Hase. Die Hasen habe ich ja schon länger im Verdacht, mir ständig mein Essen wegzuessen. Tatsache. Mein Bär ist weg. Hatte ich den doch schon? Ja, dich behalte ich im Auge. Muss jetzt gar nicht so tun. Oh, ich bin ein armes Häschen. Ich habe Angst vor großen Menschen. Ich laufe ganz schnell weg, weil ich so harmlos bin. Ja, von wegen. Du musst mal nicht glauben, dass ich dich nicht durchschaue. Ah. Hat er sich so gedacht. Aber ich fall da nicht drauf rein. Dafür bin ich viel zu clever. Manchmal. So. Ja, da liegt jetzt Bärenfleisch auf dem Boden. Das blieb mir nicht anderes übrig. Hier liegt relativ viel getrockneter Darm, aber kein Bärenpelz. Habe ich den echt vergammeln lassen? Ja gut, Bärenpelz brauche ich ja auch nur für den Bärenschlafsack. Und ich bin ja eh kein Fan des Bärenschlafsacks, weil der so schwer ist. Ha, blödes Wetter. Ich wollte gerne nochmal die Gegend da hinten erkunden. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich mir eine Karte von Whiteberry besorgt habe. Und eigentlich auf der Karte sah es so aus, als wäre da irgendwie noch was, was wir nicht gefunden haben. Aber ich weiß nicht. Gefühlte minus 7 Grad ist, glaube ich, jetzt nicht so gut. Der Tag ist noch 12 Stunden lang. Wir gucken mal. Vielleicht wird das Wetter ja noch besser. Wir gucken uns mal unsere Kleidung an. Ob man vielleicht mal was reparieren müsste. Wir haben ja jetzt ein bisschen Material, ne? Schauen wir. Eigentlich ist alles okay, ne? Ich glaube nicht, dass ich dafür jetzt schon einen Pelz, einen Rehpelz, Rehhaut verwenden sollte. Ist zwar nicht top, aber ich glaube, man kann bis zu 25% reparieren. Das heißt, wir würden gut 7% verschwenden. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Tja, okay. Das war die erste Tätigkeit, die wir bei schlechtem Wetter machen können. Wasser haben wir auch noch genug. Wir können angeln gehen, aber eigentlich, wir haben ja schon keinen Platz mehr für unser Bärenfleisch. Weder in unserem Magen noch in unseren Behältern. Dann kommt die nächste mögliche Tätigkeit. Pennen. Wenn man nichts zu tun hat, schlafen gehen. Naja, im echten Leben hau ich mich auf die Couch. Und das Problem ist, ich hau mich auch oft auf die Couch zum Pennen, wenn ich eigentlich was zu tun hätte. Nein, ich glaube, das ist immer noch schlecht. Was ist auf dem See so los? Kein Reh, kein Wolf. Gehen wir wieder rein. Ja. Das ist ja super. Eine sehr actionreiche Folge. Ich schlafe noch mal eine Weile. Vielleicht wird das Wetter ja noch besser. Aber wenn allzu viel Tageslicht flöten geht, also drauf geht für Schlafen. Doch nicht. Ich dachte, wir müssen lesen. Dann ist ja auch blöd, erkunden zu gehen. Wo ist eigentlich meine Karte? Moment.
sehr professionell, alles direkt bereit. Oh, das liegt ein Haufen Styropor drauf, aber was soll's. Hier, das sieht so aus, als würdest du einmal so eine Schleife machen und da wäre noch irgendwie... Bumm, hau dir doch die Tür vom Kopf, etwas zu finden. Oh, guck mal, plus 6 Grad, das ist ja schon fast tropisch. Hoffentlich schwitzt JJ sich nicht kaputt. Ich hoffe, sie hat sich eingecremt. Nicht, dass sie hier noch einen Sonnenbrand kriegt. Das wäre aber unangenehm. So, jetzt muss ich mal versuchen, die Karte zu verstehen. Eigentlich. Vielleicht ist das so gemeint, dass ich über diesen Hügel muss. Ich versuche mal, den Hügel zu erklimmen. Ich sollte aufhören zu rennen, nicht wahr? Ja, solltest du. Ich hoffe, da ist jetzt kein Bär. Ich glaube, ich habe meine Knarre nicht. Die 3 ist in diesem Spiel nicht deine Waffe. Nein, ich habe meine Knarre nicht mit. Oh, da komme ich gar nicht hoch. Da komme ich gar nicht hoch. Okay, so ist es also offensichtlich nicht gemeint. Dann muss es hier eigentlich irgendwo noch mal eine Abzweigung geben. Oder ich lese die Karte völlig falsch, was nicht ausgeschlossen ist. Fragt alle Menschen, bei denen ich jemals Beifahrer war und die Karte lesen sollte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich die Karte missverstehe. Jetzt bin ich doch wieder gerannt. Jetzt ist JJ erschöpft. Ich muss mal was trinken. Oh, wir schleppen ganz schön viel Wasser mit uns rum. Das Fleisch muss ich mit mir rumschleppen, das ist Notwehr. Weil ich ja keinen Platz mehr in meiner Klappe habe. Gut. Es war jetzt, hattet ihr glaube ich noch gesehen. Naja, es ist ein Plastikcontainer in diesem Boot. Da habe ich ein bisschen Fleisch untergebracht. Und auch ein bisschen Werkzeug, damit ich mehr von dem Fleisch oben in der Hütte habe. Denn Nahrung ist ja wichtiger in der Nähe zu haben. Gut, ich lese die Karte offenbar falsch. Hier ist keine Abzweigung. Da ist ein Stück Flugzeug, das ist doch bestimmt auch eingezeichnet, ja. Hier müsste eine Abzweigung sein. Ich hoffe auf jeden Fall, hier ist kein Bär. Den könnte ich jetzt nicht gebrauchen. Nicht, dass der kommt, seinen toten Kumpel rächen. Das war ja eigentlich auch nicht meine Schuld. Ja, eigentlich schon, ne? Ich habe ihn angeschossen und daraufhin ist er verblutet. Es ist doch meine Schuld. Facecam ist ganz schön hell. Habe ich irgendein Licht an, was ich normalerweise nicht anhabe? Moment. Nein, das war's nicht. Müsst ihr jetzt mit leben, dass ich hier so erleuchtet bin. Okay. Nur ein Rad, kein Bär. Nee, da geht's ja schon wieder zurück. Das ist auch eingezeichnet. Da geht's zurück nach Pleasant Valley. Ich will nicht zurück nach Pleasant Valley. Nö. Okay, ich verstehe die Karte nicht. Und hör auf zu rennen, JJ. Gut. Stöckchen. Vielleicht bauen wir uns doch mal wieder ein paar Hasenfallen. Dafür müssen wir allerdings das Mobiliar in unserer Hütte auseinandernehmen. Wegen der Milch. Nicht wegen der Milch. Wegen des Reclaimed Wood. Altholz heißt es. Weil Altholz gebraucht wird für eine Hasenfalle. Ich weiß halt allerdings nicht, wo wir die Hasenfalle aufstellen. Hier ist ein Hase. Aber das ist ja auch noch nicht so komfortabel nah an unserer Hütte. Deshalb würde ich sagen... Ah, weiß nicht. Ja, du, dich behalte ich im Auge. Du hast meinen Bären gefressen. Zumindest Teile davon. Von dem Fleisch hätte ich mir sogar was abgeben können. Passt die ja eh nicht in meine Klappe. Hier vielleicht? Ich weiß nicht. Auf den See geht ja wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, da hoppelt manchmal ein Häschen rum. Vielleicht unterm Steg. Also ich stelle die ja immer so ein bisschen an irgendetwas dran, weil ich mir irgendwie vorstelle, auf so freiem Feld bemerkt der Hase, dass das irgendwie da nicht hingehört und rennt dann da nicht unbedingt hin. Aber ich weiß nicht, ob am Steg überhaupt Hasen sind. Ich weiß es nicht. Wir müssen das, glaube ich, einfach mal ausprobieren. Jetzt müssen wir ja eh erstmal was dafür auseinandernehmen. Eigentlich dringend brauchen tun wir es nicht. Für den Nahrungsgewinn sind Hasen wirklich suboptimal. Formulieren wir es mal so. Und ich glaube, Pelz haben wir noch auf Vorrat. Allerdings, das wird ja auch nicht schlecht.
Ja, da ist noch Hasenpelz. Kann man jetzt nicht lesen, weil wegen dem ganzen Plunder, der da drauf liegt. Hier sieht's aus, voll die Messi, bitte. Wenn hier Kinder wohnen würden und das Jugendamt käme, gar nicht gut. Na, auch Wolf. Den Bären, ich habe echt den Bären vergessen und vergammeln lassen. Ich bin ein schlechter Mensch. Regal. Ich mach die Bank kaputt. Ich mach die Bank kaputt. Mach kaputt, was euch kaputt macht. Okay, die Bank macht mich nicht kaputt. Da. Eine einfache Schlinge. Wir können sogar zwei einfache Schlingen machen, wenn wir noch etwas Darm dazu nehmen. Klingt doch vernünftig. Hä? Wo ist er jetzt? Da ist sie. Dann gucken wir mal. Dann können wir die ja vielleicht auch verteilen. Dann tun wir eine mal an den Steg. Gucken, ob das was bringt. Und die andere vielleicht dahin, wo der Bär war. Immer hau ich mir die Tür vor den Kopf. So oft, wie ich JJ so eine Tür vor den Kopf gehauen habe, ist davon auszugehen, dass ihr IQ um 10 bis 20 Punkte gesunken ist, seit sie von mir gesteuert wird. Weil ich immer was von Schädel hau. So. Falsch, das brauche ich. Wo ist meine Schlinge? Versuchen wir mal. Ich weiß nicht, hier hüpft öfter mal so ein Häschen rum, aber ich kann jetzt nicht... Ich erinnere mich jetzt nicht genau, welche Route das hatte. Ich tue mal an den Baumstamm da noch eins. Hä? Ach, das ist ein Reh, das den Kopf gesenkt hat. Ich dachte, was ist das? Das hat jetzt aber lange da gewartet. Schade, dass ich nicht bewaffnet bin. Obwohl andererseits auch gut, dass ich nicht bewaffnet bin. Denn ich könnte ja nichts mehr mit dem Fleisch anfangen. Müssen wir mal abwarten. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass das so 8 Stunden dauert, bis da irgendwer reinläuft. Wenn da irgendwer reinläuft. Und da JJ ja schon wieder müde ist. Let's call it a day. Ist noch total hell, aber we call it a day. Huch. Das Beil lassen wir mal liegen. Brauchen wir im Moment nicht. Altholz lassen wir auch liegen. Das lasse ich hier auch drin. Passt ja eh nicht mehr in unsere Klappe. Eigentlich ist das perfekt für mich. Eine Klappe für all meinen Kram. Nicht sortieren, nicht aufräumen. Alles rein. So mache ich das auch mit vielen anderen Schränken, die ich so habe. Gut, ich sortiere schon so nach Nahrungsmittel und Kleidung und so. Aber Unterkategorien in dem Sinne habe ich nicht. Ah, guck mal, hier habe ich gar kein Fleisch mehr drin. Hier habe ich jetzt so Sachen drin. Ich davon ausgehe, wenn es mal wirklich so schlechtes Wetter ist, dass ich nicht mal von der Hütte bis zum Boot komme, brauche ich die Sachen, die da jetzt drin liegen, auch nicht so unbedingt. Ist hier noch irgendwo gutes Holz? Das sieht gut aus. Schwebt hier so in der Luft. Voll das Trickholz. Trickholz kann ich immer gebrauchen. Das Trickholz verschwindet auch im Baumstumpf. Jetzt ist hier etwas über. Jetzt wird es auch dunkel. Jetzt haben wir nicht mehr sonnenschlechtes Gewissen, wenn wir jetzt schlafen gehen. Es ist echt gut, dass wir unsere Klamotten haben. Ich glaube, mit normaler Kleidung bräuchten wir immer Feuer zum Schlafen. Ich glaube, sonst wäre es hier in der Hütte nicht warm genug. Was haben wir hier? Lufttemperatur -4. Und unser Kleidungsbonus, das heißt... Gut, wenn wir nackt wären, würde es sich hier nicht so gut anfühlen. Aber na, jetzt so Starterkleidung wäre, glaube ich, auch nicht so der Hit. Guckt mal, Fleisch. Und gar nicht so vergammelt. Hier habe ich jetzt auch kein Fleisch drin. Ah, da ist mein Gewehr, genau. Ja, okay, das müssen wir im Auge behalten, aber ich denke mal über 90%. Da geht jetzt noch keine Lebensgefahr von dem Fleisch aus. Rede ich mir jetzt mal ein. Feuerholz sollte ich noch ablegen, das muss ich ja jetzt nicht mit mir rumschleppen. Ablegen, ablegen, ablegen. Stock lege ich auch mal ab. Zunder. Ah, diese Federn.
Ja, also die sind zwar nicht so schwer, aber brauche ich ja auch für nichts. Und die müssten ja sogar hier noch reinpassen, oder? Ja. Okay. Gut, 4 Stunden Tageslicht sind noch über, aber JJ ist viel zu müde, um diese 4 Stunden noch zu nutzen. Dann wird jetzt wohl mal geschlafen. Und dann muss ich echt mal gucken. Ich wollte ja... Ich weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, was jetzt so das nächste Ziel für JJ sein könnte. Wenn ein neues Gebiet noch vorm Story-Modus erscheinen würde, könnte man natürlich sagen, okay, wir warten jetzt quasi hier am Wolfsberg, bis das der Fall ist. Aber ich weiß gar nicht, ob vorm Story-Modus nochmal ein neues Gebiet veröffentlicht wird. So genau weiß ja auch niemand, wann der Story-Modus veröffentlicht wird. Ich denke aber, ich muss niesen. Muss ich aber gar nicht. Ist das dann so ein befreiendes Gefühl, wenn die Nase so kribbelt? Aber es ist mir nicht vergönnt. Aber wie gesagt, ich habe diese Karte hier und eigentlich... Ich bin einfach zu blöd wahrscheinlich, um die zu lesen. Denn alle anderen kommen ja super mit Whiteberries Karten klar. Nur ich wieder nicht. Obwohl, ne, den Rückweg vom Flugzeug, ich glaube, da haben wir ja ganz gut den kürzesten Weg gefunden. Das müssten wir eigentlich noch machen, ne, zu unserem Container zurück. Aber da habe ich im Moment so gar keine Lust zu, wieder den Berg hoch zu kraxeln. Ich werde noch ein paar Tage hier bei der Hütte rumhängen. Bong. Da ist der Wolf. Hat er das Räder hinten? Nein, das hatte nur wieder den Kopf so gesenkt. Da sah es etwas kleiner aus. So, es wird nicht gerannt. Wir gucken nochmal. Okay, ich verlasse die Hütte. Da ist der Steg. Ich gehe in diese Richtung, kann ich nicht gehen. Dann gehe ich in diese Richtung. Mehr Stöcke brauche ich gerade nicht. Nee, also diese Ecke würde ich jetzt gerne finden, weil sie erstens nicht so weit von der Hütte entfernt ist. Da geraten wir dann nicht so leicht in Gefahr. Ich hoffe mal, der Bär ist noch nicht respawned. Der respawnt nicht sofort, sobald seine Leiche verschwunden ist, oder? Das wäre doof. Da kommen wir auch nicht lang. Nee, da bin ich ja schon kaum hochgekommen, um den Bären quasi auseinanderzunehmen. Guck mal, ob ich es da schaffe, aber wahrscheinlich nicht. Und? Nein. Bluff. Nicht den Fuß verstaucht. Respekt, JJ, Respekt. Hier waren wir auch schon mal. Also ich glaube, das ist schon wieder der falsche Weg. Hm, ja, ich denke wirklich. Wie hast du dir denn jetzt das Handgelenk verstaucht, Mädchen? Wie du das immer wieder schaffst. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Mensch, 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 die JJ. Aber gut, man muss ihr ja sagen, sie ist ja doch recht tough. Ich hätte das wohl nicht ausgehalten. Ich wäre auch nicht so viel rumgelaufen wie sie, glaube ich. Ich wäre wahrscheinlich... ein Wolf. Dem laufen wir jetzt mal nicht in die Arme. Ich hätte mich wahrscheinlich im Camp Office verschanzt und mir da die Decke über den Kopf gezogen. Und hätte vor lauter Heulen und Wimmern vergessen zu verhungern. Oder zu verdursten. Verdursten geht schneller als verhungern. Aber wenn ich beides vergessen hätte, wäre mir ja nichts passiert. Nein, das ist hier auch nicht das, wonach es hier aussieht. Da ist ein Wolf eingezeichnet, aber das hilft mir nicht sehr, denn hier sind überall Wölfe. Und die sind ja nicht wirklich stationär, die laufen ja rum. Stationäre Wölfe wären wirklich sehr hilfreich als Orientierungspunkte, aber ich fürchte, dazu kriegen wir die nicht überredet. Ich habe ja den Wolf nicht mal überredet gekriegt, seiner Natur entsprechend ein Reh zu jagen. Kriege ich ihn bestimmt nicht dazu, etwas seiner Natur Widersprechendes zu tun. Nein, nein, nein. Alles keine Abzweigungen. Ja.
auch nicht so tolles Holz und würde ich sagen, aber das sind auch alles nur Zweige, keine Äste. Das könnte ein Ast sein, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Zedernast, okay, den können wir ja mal mitnehmen. Wir sind ja jetzt nicht. Ich weiß, ich brauche im Moment kein Holz, jedenfalls nicht dringend, aber für schlechte Zeiten. Es liegt ja eh schon alles messy-mäßig auf dem Boden, dann können wir auch noch ein bisschen Holz dazu schmeißen. Geht's hier rein? Nö. Ich bin zu verwirrt. Geht's da rein? Nö. Also ein bisschen, aber komme ich auch wieder raus? Ja, besser. Das muss jetzt auch nicht sein, dass wir in unserem Loch verhungern, wenn ich da nicht mehr rauskomme. Ne, ne, ne. Nein, ich will natürlich nicht ausschließen, dass die Umgebung auch immer so ein bisschen random ist, aber ich glaube das eigentlich nicht. Na klar, der Loot, der so rumliegt, der Loot, das Loot, der Kram, den man so finden kann. Ist das das hier? Naja, jetzt bin ich wieder zu viel gerannt, ne? JJ gleich kommen. Vielleicht das hier. Schauen wir mal. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass ich hier schon war. Dementsprechend weiß ich natürlich auch nicht, ob hier gefährliches Getier ist. Aber es wäre doch sehr nah an dem anderen Bärenterritorium. Ich hoffe mal nicht, dass hier dann auch einer rumhängt. Und mit Wölfen werden wir ja im Zweifel auch manuell fertig. Muss nicht sein, die machen mir ja immer meine Klamotten kaputt. Aber im Notfall kriegen wir das hin. Da haben wir ja alle schon Übung drin. Tasten hauen. Ich muss übrigens sagen, seit ich Long Dark spiele, habe ich ein mulmigeres Gefühl, was Bären angeht, als früher. Klar, wenn ich die im Wald getroffen hätte, wäre ich auch schlau genug gewesen, ihnen aus dem Weg zu gehen, wenn es mir denn möglich gewesen wäre. Aber so dachte ich, ne, wenn ich irgendwie im Zoo war oder so, ach, die sind ja süß. Nee, hier war ich doch schon mal. Jetzt auch keinen Höhleneingang so sehen, oder? Nö. Aber jetzt, neulich im Zoo, zwei Bären, die aufeinander losgegangen sind. Du hast ja erstmal gesehen, wie groß die sind und wie viel Kraft dahinter steckt. Ich meine, klar, der Bär konnte damit umgehen, dass der andere Bär sich mit seinem gesamten Gewicht auf ihn drauf schmiss. Aber ich glaube, bei so einem durchschnittlichen Menschen muss der Bär nicht mal Tatze und Zähne einsetzen, um dem weh zu tun. Da reicht es, sich drauf zu setzen. Nein. Hier ist nichts, was ich noch nicht kenne. Tja. Ja, gut. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück. Dann ist wohl doch unser nächstes Ziel, nochmal auf den Berg zu klettern und die restliche Ausrüstung, die wir da gelassen haben, zu holen. Ja, und dann müssen wir mal überlegen. Ich weiß gar nicht, was man dann noch großartig machen kann. Wir haben jetzt, da ich ja offenbar zu blöd bin, die Stelle zu finden, die ich am Wolfsberg noch nicht entdeckt habe. Das fliegende Zunderbündel. Na gut. Wenn du dich so ins Zeug legst, mich zu beeindrucken, dann nehme ich dich mit. Wenn es schon extra schwebt, damit ich es beachte, dann will ich mal nicht so sein. Das passt auch noch in unsere Klappe. Obwohl Zunder muss auch nicht unbedingt in die Klappe, das wird ja auch nicht schlecht, aber unterkühlt. Na gut, also, ne, fängt langsam an, aber trotzdem, es überrascht mich jetzt doch ein wenig.
dass das so schnell geht. 10 Stunden noch. Ich will jetzt nicht hier nur rumhocken. Haben wir noch unser Angelzeug? Dann gehen wir angeln. Ja, wir gehen angeln. Bon. Mama Tür zu, sonst wird das so kalt hier. Treibt die Heizkosten in die Höhe, wenn man die Tür offen stehen lässt. Kriegen wir Ärger mit dem Vermieter. Gut, kriegen wir wahrscheinlich schon allein, deshalb aber keine Miete zahlen. Aber man muss ihn ja nicht noch mehr produzieren. So. Ich weiß, wir haben eigentlich keinen Platz für Fisch, aber meistens reicht Angeln ja sowieso nur, um quasi über den Tag zu kommen. Nochmal was trinken vielleicht. Oh, wir haben nicht mehr so viel zu trinken dabei. Es wäre schön, wenn man die Eislöcher auch als Wasserquelle nutzen könnte. Das fände ich cool. Na klar, das Wasser wäre dann auch, müsste auch noch abgekocht werden, um sicher zu sein. Komm, jetzt mal einen großen Fisch. Der fehlt mir noch. Das ist der letzte Erfolg, der mir noch fehlt. So ein Fisch, der irgendwie 5 Kilo wiegt oder so. Oder 5. Los, fang einen großen Fisch, JJ. Da macht deine Angel kaputt. Das geht natürlich auch. Oh Mist, sie ist müde und wir haben keinen Kaffee mehr. Dann gehen wir nach Hause. Rennen wir, solange wir noch rennen können. Und braten uns ein bisschen Fisch. Auch wenn es nicht gerade toller Fisch ist, den wir gefangen haben. Ist es ja besser als gar nichts. Und wir müssen nochmal wieder Kaffee kochen. Damit wir zumindest kurzfristig aufkommende Müdigkeit bekämpfen können. Jetzt in der Nähe der Hütte ist es nicht so schlimm, wenn wir müde werden. Aber wenn wir dann doch nochmal zum Gipfel zurück müssen, wir ja nicht, aber nochmal ein Stück den Berg hoch wollen, dann wäre es besser, wenn wir uns zwischendurch dann nochmal ein Käffchen gönnen könnten. Hatte ich hier noch mehr Stücke liegen? Die finde ich nie wieder, ne? Die habe ich hier irgendwo in mein Chaos geschmissen. Und werde sie niemals wiederfinden. Das ist ja auch toll. Okay, dann machen wir mal Feuer, grillen die Fische. Ja, das ist so das Problem bei der Sandbox. Also das heißt Problem. Eigentlich, es ist ja auch dann immer noch schön und irgendwie herausfordernd, von Tag zu überleben. Aber ich bin jetzt so neugierig auf den Story-Modus. So. Maräne. Sie ist schon so müde, dass sie an Condition verliert. Das ist schlecht. Obwohl, so schnell geht das auch nicht. Ich koche jetzt nochmal 2 Kaffee. Und die restliche Feuerzeit werde ich auch noch nutzen, um Wasser abzukochen. Das will ich nicht verschwenden. Das gute Holz. Das sind wir dem Holz schuldig, dass wir es nicht verschwenden. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so genau, was wir alles noch auf dem Berg zurückgelassen haben. Ich weiß nicht, ob da noch Nahrung war. Ich glaube, ich habe Nahrung zurückgelassen, weil ich ja dachte, okay, wenn wir dann nochmal da auflaufen, wäre es besser, wenn wir uns dann da oben auch stärken können. Denn jetzt unser Fleisch möchte ich nur ungern mit nach oben schleppen. Das ist ja recht schwer. Und eigentlich muss ich auch das Gewehr mitnehmen. Weil da ja der Bär ist. Aber ich glaube, da oben ist auch noch ein Gewehr. Das haben wir, glaube ich, nicht mitgenommen. Aber ich weiß es nicht. Ja, das schafft sie nicht mehr. Jetzt ist sie satt. Armes Ding. Vollkommen überfressen. Was wirklich ein Luxusproblem ist in The Long Dark. Oh, was schon wieder? Bin schon wieder total über der Zeit. Ja, jetzt haben wir heute überhaupt gar nichts Vernünftiges geschafft, ne? Tut mir sehr leid. Aber irgendwie ist die Zeit jetzt wie im Fluge vergangen. Ich danke euch trotzdem für eure Zeit, beziehungsweise ich danke euch umso mehr für eure Zeit. Passt bitte gut auf euch auf und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss!